Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pokémon Purpur Part, wo mein Charakter erstmal am Erfrieren ist. Ja, beim letzten Mal haben wir hier den Arenaleiter fertig gemacht. Fertig gemacht ist sogar der perfekte Ausdruck dafür. Wir haben einfach jedes seiner Pokémons gewonnen. Und heute ist der letzte Arenaleiter dran. Ja, aber bevor wir da hinwandern, haben wir natürlich erstmal hier wieder die Aufgabe, die ganzen Pokédex-Einträge, die noch fehlen. Ich habe ja gesagt, dass ich die über 3 Folgen aufteile. Und jetzt kommen die letzten Pokédex-Einträge von den Pokémon, die ich ausgehend eingesammelt habe. Also hier erstmal natürlich wie immer ein Zeitstempel, zu dem ihr springen könnt, um die Pokédex-Einträge zu überspringen. Wenn ihr sie nicht sehen oder hören wollt. Und ich würde sagen, wir legen dann jetzt direkt mit den Pokédex-Einträgen los. So, zuallererst haben wir hier Chefrum, das Ritt-Pokémon. In Herden bewohnen die Gebirge. Der Anführer wird durch ein Kräftemessen bestimmt, bei dem die Anwärter ihre Hörner gegeneinander rammen. Das erklärt auch das Bild zu Chefrum. Als nächstes haben wir Diktri, das Maulwurf-Pokémon. Im Kampf gräbt es sich ein und attackiert den Gegner. Plötzlich aus einer unvorhersehbaren Richtung. Das hier ist Hariyama, das Armwurf-Pokémon. Es stampft auf dem Boden, um Kraft zu sammeln. Mit einem Schlag seiner Handfläche kann es einen 10 Tonnen schweren LKW durch die Luft wirbeln. Was hast denn du gegessen, dass du 10 Tonnen durch die Luft schießt? So, als nächstes haben wir hier Krammchef, das Anführer-Pokémon. Dieses nachtaktive Pokémon kann mit einem einzigen Ruf über 100 seiner Untergebenen Karmorks versammeln. Und als letztes haben wir hier Molung, das Giftechsen-Pokémon. Die Weibchen produzieren ein pheromonhaltiges Gas. Kommt ein Männchen damit in Kontakt, gehorcht es dem Weibchen aufs Wort. Und ja, ich weiß, was ihr euch fragt, warum habe ich das nicht beim letzten Mal, wo ich Amphila, also die Entwicklung, vorgelesen habe, direkt mitgenommen. Ich habe einfach nicht dran gedacht. So, als nächstes ist Noir dann mal tatsächlich dran, vorzulesen. Dann leg mal los, mein kleiner Engel. Ja, endlich darf ich mal anfangen, nimm das drin, und dann auch gleich ein süßes Pokémon. Und zwar Nachtara, das Mondschein-Pokémon. Die ringförmigen Muster auf seinem Körper beginnen bei Einbruch der Nacht zu leuchten, um all jene zu verängstigen, die sich ihm nähern. Als nächstes kommt Mauzi, das Katzen-Pokémon. Glänzende Dinge faszinieren es. Findet es etwas Schimmerndes, leuchtet auch die Münze an seinem Kopf aus unbekanntem Grund auf. Das ist Lumisprost, das Erz-Pokémon. Die giftigen Kristalle sehen echten Blütenblättern zum Verwechseln ähnlich. Es schützt sich, indem es einen pollenartigen Giftpuder verstreut. Und als letztes haben wir hier Klavion, das Schlüssel-Pokémon. Früher wurden Klavion von Adelsfamilien als Wächter für Tresorschlüssel geschätzt und über Generationen hinweg weitergegeben und umhegt. So, Drim, du bist dran. Ja, ich musste mal nicht anfangen. Hier haben wir Hypno, das Hypnose-Pokémon. Es hält immer ein Pendel, welches es in einem gleichmäßigen Rhythmus bewegt. Dies verursacht bei jedem in seiner Nähe Müdigkeit. Ihr seid als nächstes Hundemon, das Hades-Pokémon. Wenn andere Pokémon sein gruseliges Geheul hören, erschauern sie und einen Hals über Kopf zurück in ihren Unterschlupf. Oh, das ist das erste Pokémon, bei dem ich mal sage, dass es süß ist. Das ist Friedwurf, das Geisterhund-Pokémon. Friedwurf ist die Reinkarnation eines liebevoll betrauten Pokémon. Es wird nur ungern am Fortsatz auf seinem Kopf berührt. Was für eine traurige Hintergrundgeschichte. Und als nächstes haben wir meinen ergebensten Diener. Fatalite, das Schwarztee-Pokémon. Dieses Pokémon dringt in den Körper derjenigen ein, die von ihm trinken, und raubt ihnen von innen Lebensenergie. Es schmeckt scheußlich. So, Shining, jetzt bist du dran. Vernichte den letzten Arenaleiter und hol den letzten Orden. Ja, Leute, damit habe ich dann jetzt endlich mal alle Ausgeben-Pokémon vorerst abgehakt. Ihr merkt, ich habe richtig viel halt Ausgeben gesammelt. So, und heute ist es jetzt endlich unser Auftrag. Da wollen wir hin. Dann haben wir den letzten Arena-Orden. Können ja hier einfach den Berg hochkraxeln. Passt dann schon. Ganz oben auf dem Berg ist bestimmt irgendwas.
Da ist ein Gespenst. Das ist eines der 10 Wunder Paideas. Okay. Guck mal, da hinten ist auch direkt die Stadt, wo wir hinwollen. Warum fliege ich eigentlich? Ein Schneeball. Wen darf ich damit abwerfen? Das hier sieht mir schon eher nach einer Arena-Stadt aus. Richtig schön hier. Erstmal ein bisschen umschauen und die Stadt angucken, bevor ich da reingehe. Was verkaufst du denn Leckeres? Gebratene Reisbällchen und gebratene Spieße. Oh, lecker. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wo die Herausforderung stattfinden wird. An einem dieser Tore. Okay, richtig viel zu geben scheint es hier aber nicht. Ich wollte gucken, ob hier vielleicht irgendwo eine TM rumliegt. Aber ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Das andere war ja wirklich einfach nur eine Arena mit im Flächen- und Kampfplatz. Da war ja gar nichts beim Arena Leiter 7. Bei dem Kruter. Kann es sein, dass der Arena-Leiter hier ein Rapper ist? Ach, ne Mila. Ich gebe mein Bestes. Jo, das bin ich. Hä? Ach so. Einfach nur Pokémon-Kämpfe. Okay, wir haben es hier mit Geister-Pokémon zu tun, ne? Das heißt, ich würde tatsächlich Maskagato als erstes nehmen. Skelekok auf Platz 2. Und dann Saltigant. Ein paar Doppelkämpfe. Macht's mir doch leichter. Drei Kämpfe hintereinander. Ja, ich bin fertig. Los. Solange ich hier nicht musikalisch werden muss. Solange ich nicht musikalisch werden muss, bin ich glücklich. Sind da ein paar Friedwürfe? Ja, 3 ergibt das. Schuppet im Gruff. Level 40 und Level 40 geschenkt. Wir werden hier wieder durchrasieren.
Das war Pokémon Nummer 1. Das war Pokémon Nummer 2. Warum ist jeder letzte Arena-Leiter so schwach? Bei dem Team Star, vorletzte Arena-Leiter auf selben Level ungefähr wie ich. Hier letzte Arena-Leiter Level 40. Ich glaube, man sollte sogar den Arena-Leiter vor Gruta machen, wenn ich mir die Level anschaue. Ich werde auch noch geheilt. Okay. Dann leg mal los, Cowgirl. Das Trauen vor GH gerade ein bisschen rumgebackt. Okay, Level 40 hätte vollkommen ausgereicht, um gegen andere Arena-Leiter anzutreten. Ich verstehe. Der Beat hier ist ganz nice, muss ich sagen. Der gefällt mir. Wenn der Arenaleiter auch ein Doppelkampf ist, ist der Kampf hier echt geschenkt. Irgendwie habe ich mir das schon gedacht. Könntet ihr nicht wenigstens vom Level her stärker werden, so aufsteigend? Wenn es nur zwei Level wären? Ich fühle mich hier voll schlecht, weil ich hier komplett overpowered bin. So, jetzt müsste der Arena-Leiter rauskommen, ne? Was erwartet ihr bei 20 Level Unterschieden? Kommt mir irgendwie so vor wie mit Enigmara. Da musste ich ja auch erstmal hier das Publikum anheizen, mehr oder weniger. Irgendwie machst du mir Angst, wenn du so guckst.
Okay, mache ich eben kurz. Ich bin nicht so der Fan von Rap. Beziehungsweise von Hip-Hop. Ich kann doch gar nicht rappen. Könnte natürlich sagen, ich bin hier für den Rap-Battle. Ja. Ich mag Rap übrigens auch unter anderem deswegen nicht, weil... Ja toll, ist auch ein Doppelkampf geschenkt. Weil mir die Texte gefühlt immer sehr gemein rüberkommen, es freut mich auszudrücken. So, Ascagato, mach mal Banette fertig, Skelecrog, du darfst eine Terra-Kristallisierung machen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, welches Level hatten die. Also ja, ich mag die Musikrichtung an sich nicht so wirklich, ist nicht meins. Und von den Texten her will ich einfach nur kotzen. Sorry für alle, die dieses Musikgenre lieben. So, Banette ist schon mal weg. Warum ist der Arena-Leiterkampf ein Doppelkampf? Macht's mir doch nur leichter. Bin ich ja noch schneller hier durch. Der kommt Fried, wuff. Publikum ist auf jeden Fall aufgeregt. Warum steigt bei Ascagato alles? Ach so, wegen den Anfeuerungsrufen oder weswegen? Level 41. Thank you.
Ach, das arme Migma. Es werden jetzt einfach zwei Leute sein, die auf einen einprügeln. Oder besser gesagt, zwei Pokémon, die ein Pokémon verdreschen. Ich bin viel zu overpowered. Griffix. Okay. Ich werde schon wieder geboostet. Dann mach mal deine Terror. Endlich kommen die Friedwürfe aus dem Boden. Und da oben in der letzten Gruft. Och, wie putzig. Ciao. Es tanzt immer noch da oben. Oh, ich lerne Hitzekoller. Hitzekoller ist noch mal ein bisschen stärker als Feuersturm. Aber es hat auch einen immensen Rückstoß. Nee, lass mal. Guck ganz verstohlen in die Kamera. Danke für den Spukball. Oh nein. Hallo. Ihr seht aus wie Schwestern. Habe ich das schon mal erwähnt? Na klar, da werden wir sowas von hingehen. Mach das. Nee, ich kenne sie nur so. So, da wären wir, ne? Ich sehe da oben eine TM. Wieso habe ich dich beim ersten Durchlauf nicht gesehen? Die TM Elektrofeld.
Okay, damit haben wir alle Arenen abgeschlossen, ne? Es ist keine Pokémon-Arena mehr übrig. Ich wollte Y drücken. Ja, Weg des Schelms. Alles erledigt. Ich würde aber sagen, bevor wir zur Pokémon-Liga gehen, werden wir beim nächsten Mal noch vorher das Versteck der Feenmitglieder aufsuchen. Da werden wir Otis, den Boss der Rukbat-Bande, vernichten. Das wird ein Spaß. Danach haben wir Hauptstory-technisch alles vom Prinzip her abgeschlossen. Wir müssen natürlich noch die ganzen Legendären noch fertig machen. Steht ja wohl fest. Pokémon-Liga machen wir natürlich noch. Ich hoffe, dafür sind wir stark genug. Oder nicht zu stark. Je nachdem. Den Schlund von Paldea haben wir ja auch noch vor uns. Und demnächst kommt noch das DLC dazu. Also ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber wir haben den Hauptteil vom Spiel auf jeden Fall abgeschlossen. Jedenfalls, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!